Frankfurt is Germany's only city with a skyline dominated by skyscrapers and high-rises. At present, the 172-meter Grand Tower and the 190-meter Omniturm are the tallest buildings in this metropolis on the River Main. Peter Kaczola-Schmal is the director of the Deutsches Architekturmuseum. He's followed the city's development. Die Akzeptanz der Deutschen, in einem Wolkenkratzer zu wohnen, war seit den 70ern nicht groß, weil die Hochhäuser, in denen man wohnen konnte, meistens Sozialwohnungen waren. Also jene Viertel am Stadtrand, aus denen man lieber nicht kam. Und das ändert sich erst seit 10, 15 Jahren, seit man erkennt, dass man in Hochhäusern am oberen Ende der Skala wohnen kann. The Grand Tower is Germany's tallest residential building, and it sets new standards. The penthouse apartments sold for over 8 million euros each. Real estate agent Pascal Naske has noticed another trend. Das Schöne ist, dass hier die unterschiedlichsten Menschen natürlich in den Grand Tower einziehen. Also von alt bis jung, von Berufseinsteiger zu Rentner. Und was hier natürlich sehr ansprechend ist, ist der 24-Stunden-Concierge, die Garten-Roof-Terrasse sowie die Sunset-Terrasse. Und ja, das ist einfach ein Gemeinschaftswohnen, was sehr geschätzt wird. The Omniturm is what's known as a mixed-use tower. Most of the building is devoted to offices and public spaces. Only the central part with the distinctive hips or staggered floors is reserved for private residences. Hi, mein Name ist Michael Papst. Ich bin Mieter im Omniturm. Kommt da rein, ich zeige euch meine Wohnung. Mit der Wohnung habe ich mir einen kleinen Traum erfüllt. Das Thema Wohnen im Hochhaus hat mich schon immer begeistert. Hier ist mein Lieblingsplatz. Hier kann man tags wie nachts den Ausblick genießen. Für mich ein Highlight des Omniturm ist die Architektur. Die stammt von Bjerke Ingels. Dass Wohnungen hier einen Balkon haben, mitten in der City, was eher ungewöhnlich ist. Worüber ich mich besonders freue, ist, dass ich die einzige Wohnung im Turm habe mit einem Tageslichtbad. Das war für mich auch damals der Hauptgrund, dass ich diese Wohnung ausgewählt habe. But it has its price. He pays around 2700 euros a month for his 65 square meters on the 17th floor. The tallest residential buildings in all of Europe are currently the Neva Towers in Moscow, the highest of which rises 345 meters, with a swimming pool, a fitness center, and a wellness area, and of course a spectacular view of the city. But even these are dwarfed by the tallest residential building in the world, the Central Park Tower in New York City, at 472 meters height. And the second tallest skyscraper in Manhattan. The Four Frankfurt can hardly claim dimensions like that. At present, it's Germany's biggest above-ground construction project. Four skyscrapers are going up at once here. When completed, the biggest tower will be the tallest residential building in Frankfurt at 233 meters. Renowned Dutch architect Ben van Baekel is in charge of the skyscraper's design. We shifted and twisted the buildings in so many directions endlessly, like sculptures, that they would never face each other. If it comes up to me, then even a little design of a balustrade on a balcony, these details for me are as important as, you know, if we have a green roof or not. The new quarter is set for completion in 2024. The project is an initiative of a local Frankfurt developer. Jens Hausmann is on the executive board and helped formulate the utilization concept. Wir haben auf dem Areal verteilt über zwei Gebäude, die beiden mittelgroßen Türme sozusagen, werden sich 600 Miet- und Eigentumswohnungen wiederfinden in einem hochwertigen Segment. Wir freuen uns natürlich auf die besondere Urbanität. Wir freuen uns darauf, hier Leben, Menschen zurück in die City zu bringen. For now, Frankfurt is still Germany's pioneer in high-rise living. But other German cities now also have plans for living concepts high off the ground.